Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV für die Altmark. Die städtische Luftkurort Ahrensee GmbH benötigt pro Jahr 20.000 Euro für Sicherheitsdienste. Geschäftsführer Michael Meyer begründete dies mit Gesetzen. So muss bei Veranstaltungen ein Mindestmaß an Sicherheitsleuten vorgehalten werden. Die gilt zum Beispiel für das alljährliche Drachenbootrennen mit tausenden Besuchern. Außerdem sind auf dem städtischen Campingplatz nachts Mitarbeiter unterwegs, die für Ordnung sorgen. Optimistisch blickt die Kunrauer BUND-Ortsgruppe in die Zukunft. Nach mehreren Monaten liegt endlich das Protokoll des Erörterungstermins zum Bau der geplanten Schweinemastanlage in Kunraut vor. Aus dem Protokoll geht hervor, dass die Anlage nicht genehmigungsfähig ist. Nun wartet die Gruppe gespannt auf die entsprechende Entscheidung des Landesverwaltungsamtes. Mehr lesen Sie morgen. Kultusminister Stefan Drogerlo verlieh der Ganztagsgrundschule Stendal heute den Titel Referenzschule für kollegiales Lernen. Die Schule gehört zu den ersten 6 Referenzschulen in Sachsen-Anhalt, die eine Fortbildungsreihe mit dem Titel Abgucken erwünscht entwickelt haben. Was es damit auf sich hat, lesen Sie morgen in der gedruckten Altmarkt-Zeitung. Zum Schluss der Sendung, wie immer, ein Blick auf das Wetter. Morgen ist es meist bewölkt und wir müssen gebietsweise mit Regen rechnen, sagt unser Wettermann Zaki. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad, nachts sinkt das Thermometer auf 4 Grad. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.